Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal um eine Reparatur. Und zwar hier von diesem Medion Lichtwecker. Der ist eigentlich ganz schön. Das Problem jetzt bei dem ist, dass hier die Tasten teilweise gar nicht mehr gehen, beziehungsweise sehr stark prellen. Also man muss da richtig raufdrücken, damit da was passiert. Und ich zeige euch mal, wie man sowas auch reparieren kann. Man muss also jetzt nicht irgendwie das Ding wegschmeißen oder neu kaufen. Man kann den hier in dem Fall auch reparieren. Dazu muss man hier die Schrauben auf der Rückseite abmachen. Da sind hier die Gummifüße, die müssen erstmal abgemacht werden. Das geht manchmal ein bisschen schwierig. Am besten einen kleinen Schraubenzieher nehmen und hier die abmachen. Das ist in der Regel, geht das schon. Dann irgendwie ein Schälchen packen, damit man die nicht verliert. Hier auch. So. So. Batteriefach, das muss man nicht leeren. Das ist also, da muss man nicht die Batterien rausnehmen, das ist okay. Kreuzschrittschraubendreher nehmen und dann einfach mal hier die vier Schrauben lösen. Hier etwas fest, eventuell. Einen geeigneten Schraubendreher nehmen, der ist hier vielleicht ein bisschen zu klein gerade, aber es geht trotzdem. Dann drehe ich mal um. Jetzt müssen eigentlich vier Schrauben rausfallen. So, mal aufklopfen. Dann haben wir hier schon mal drei von den vieren. Und jetzt kann man den Deckel hier abmachen, also einfach an der Seite hochziehen. So, jetzt vorsichtig nach vorne klappen und drehen. Hier, und jetzt hat man praktisch hier die Sicht auf das Tastaturfeld. Man sieht jetzt hier auch hier in dem Bereich, also wenn jetzt hier mal eine von diesen Leuchtdioden kaputt sein sollte, kann man die auch austauschen. Man kann also hier diese Blende abmachen und dann das dann ebenfalls in Ordnung bringen. Man muss, wie gesagt, da oftmals nicht irgendwie gleich was neu kaufen oder so. Jetzt geht es hier um die Taster nochmal. Hier sind vier Schrauben. Die muss man lösen. Und darunter befindet sich dann die Leiterplatte. Gleich sehen. Ich habe das schon mal gemacht, deswegen ist das jetzt für mich ja relativ einfach hier. Ich muss also nicht gucken genau, wo man das abschrauben muss oder so. So, ist das auch ab. Da sind vier helle kleine Schrauben. Und dann macht man das hier ab. Plastik. Dann haben wir hier die Leiterplatte mit den Tastern. Die macht man auch ab. Das sind hier leider sehr viele Schrauben. Da gibt es einmal längere und einmal kürzere. Die längeren sind hier außen. Man hier sieht, ja, die sind also jetzt da, weiß ich nicht, 8 mm lang oder so. Und die anderen sind irgendwie nur 4. Sollte man dann auch. Die sind also, nee, die sind genauso lang. Das war jetzt bei dem anderen anders. Na gut. Geht auch. Die scheinen doch alle gleich lang zu sein. Das wundert mich jetzt, aber gut. So ist. Also sind diese 8 Schrauben. Die man einfach abmacht. Das Gerät ist natürlich jetzt nicht an der Steckdose. Das hatte ich vergessen, vielleicht noch zu sagen. Also Stecker ziehen aus der Steckdose und dann erst aufschrauben. So, wenn man es jetzt abgemacht hat, dann kann man jetzt hier die Leiterplatte praktisch vorsichtig abnehmen. Die hängt hier an dem Flachbandkabel noch dran, also den kann man irgendwie nicht ganz abmachen. Das Kunststoffteil von oben kann man erstmal wegnehmen. Und jetzt sieht man hier schon ganz gut, das sind also diese
normalen Kurzhub-Taster. Der Unterschied zu den Standard, die man so oft sieht, ist, die haben nur zwei Anschlüsse. Und ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert, wo man die bekommt. Die bekommt man bei Segor zum Beispiel. Ich habe hier mal einen neuen gekauft. Halt es mal hier in die Kamera. Oh, hat also zwei Anschlüsse. Passt also auch genau von der Höhe. Muss man also gucken. Unten ist nochmal gleich der Link bzw. die Bestellnummer von Segor, falls man da mal so einen kaufen will. Und ja, dann kann man praktisch die Taste, die jetzt nicht gehen, auslöten und den neuen dann wieder einlöten. Hier war es ja so, dass die Alarm-Buttons, da steht auch hier drauf auf der Leiterplatte, ist ein Bestückungsdruck drauf, Alarm 1, 2 ging nicht. Und die werde ich jetzt erstmal auslöten und dann den neuen wieder reinlöten, die zwei Stück. Ich habe hier einen Lötkolben schon vorbereitet. Also hier die beiden sind es, die werde ich mal auslöten. Schön heiß machen, da muss man ein bisschen ziehen, die sind etwas umgebogen, die Beinchen. Dann hat man den hier. Hier ist der eine und dann der andere. Geht vielleicht ein bisschen schwer. Notfalls muss man da eventuell auch eine Zange nehmen, um dann die Beinchen ein bisschen wieder gerade zu biegen. So. Und damit habe ich jetzt die Möglichkeit, den neuen Taster einzusetzen. Also zwei Stück brauche ich hier. Ich habe hier ein paar gekauft, die kosten irgendwie so 35 Cent oder so. Und wenn ich die jetzt hier genau vergleiche, okay, also das passt sehr gut. Also es ist genau die Höhe, die man braucht von der Taste und auch von dem Gehäuse von dem Taster. Passt also ganz gut rein. Jetzt kann man das vorher eventuell nochmal entlöten, also rausnehmen, wie das Lötzinn, das mache ich jetzt nicht. Ich setze ihn einfach ein, mache ein bisschen warm hier. Huch, da runtergefallen. Ich lasse ihn nochmal ein bisschen umbiegen. Auch so, dass er gut aufliegt, der Taster. Einmal hier kurz fest, sozusagen lose festmachen, beziehungsweise nur ansetzen kurz und dann wird er danach richtig fest angelötet. Hier auch, auf beiden Seiten, kurz warm machen, dass er gut aufliegt und ein bisschen umbiegen, dass er nicht rausfällt. Wichtig nachher ist, wenn man das richtig anlötet, jetzt, dass man dann wirklich, dass der Taster wirklich auf der Platine aufliegt, sonst passt es vielleicht nicht vom Gehäuse her. Von den Tasten ist relativ alles eng bemessen. Ich halte jetzt also den Taster von unten hier fest. Ja, hier mit dem Finger und dann löte ich hier das kurz fest. So. Okay. Taster sind drauf. Beide neu. Und ja, so kann man ziemlich schnell diese Reparatur durchführen. Kostet, ja, wie man sieht hier, weiß ich, 10 Minuten vielleicht, wenn man gut ist. Wenn man nicht so geübt ist, hier mit dem Aufschrauben vielleicht eine halbe Stunde. Kostenmäßig jetzt eben 2x 35 Cent in dem Fall. Wenn jetzt alle Taster dazu auszutauschen, ist es auch nicht so teuer, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Der Wecker ist wirklich sehr schön, finde ich, und da lohnt sich das nicht, das wegzuschmeißen oder irgendwas Neues zu kaufen. Gut, und jetzt geht es wieder andersrum, zusammenschrauben. Ich führe die Rolle mal kurz weg. Dann packen wir den hier drauf. Und dann einfach mit den schwarzen Schrauben einmal wieder festlöten. Festschrauben, ja, festlöten wäre auch nicht schlecht. Einmal hier drehen. So, ich mache die mal jetzt raus aus der Schale. Dann hier gegenüber mal, damit sich die Leiterplatte gut hinzieht. Akkuschrauber könnte man natürlich auch nehmen, da muss man mal sehr vorsichtig sein. Dadurch, dass es ja hier in Plastik eingeschraubt wird, dass man die Kraft des Schraubers wirklich aufs, ja, nicht zu stark einstellt, sonst hat man, es ist dann so, dass die Schraube dann durchdreht und praktisch den Kunststoff wegreißt.
Sollte natürlich nicht sein. Insofern mache ich das jetzt hier mit Hand. Das ist einfach, ich spüre es dann praktisch, wenn die Schraube wirklich fest ist. Und ich nehme hier also keinen Akkuschrauber. Normalerweise bei so vielen Schrauben ist ein Akkuschrauber immer ganz sinnvoll. Irgendwann tut die Hand nämlich weh. Aber hier in dem Fall mache ich das nicht. So, vorletzte Schraube für die Leiterplatte. So, wie man sieht, ist es jetzt alles schön drauf. Jetzt kommt noch der Deckel drauf. Da ist es so, der geht auch nur in einer Richtung. Die Abstände hier, der Abstandsbolzen praktisch entspricht, ist auf beiden unterschiedlich. Also hier ist ein größerer Abstand als hier unten. Sieht man auch hier, also die muss jetzt so rauf. Andersrum geht es nicht rauf. Hier dann die kleinen, hellen Schrauben nehmen. Und dann hier anschrauben, braucht man gar nicht so fest zu machen. Das ist, denke ich mal, nur so ein bisschen Schutzkunststoff hier, der hier noch da drüber ist. So, dann hier die letzte Schraube. So, das war's. Dann kann der Deckel eigentlich wieder zugemacht werden. Hier nochmal der Hinweis, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn man jetzt hier eventuell mal die Leuchtdioden hier austauschen will, das kann man durchaus machen, abschrauben. Man kann auch hier vorne das Display abschrauben, das ist ein bisschen, also abmachen, das ist etwas geklemmt, muss also ein bisschen nach vorne gedrückt werden und dann kommt man auch dieses Display hier raus, um eventuell zu gucken, ob da irgendwas vielleicht noch lose ist, wenn da irgendwas nicht geht. Also das sind die Möglichkeiten hier von diesem Wecker. Ich mache das jetzt erstmal wieder rauf hier und dann probiere ich es gleich nochmal aus, ob es geht. Sollte eigentlich gehen, neuer Taster ist drin. Er sollte auch funktionieren, vielleicht bevor man schraubt, noch mal kurz testen. Ja, der ist hier. Das ist hier schwierig, das ist hier nicht gut. Also wahrscheinlich muss ich das noch mal neu machen. Geht sehr schwer an sich. Da gucke ich gleich noch mal nach, was da ist. Ansonsten war es das erstmal. Und ich hoffe, das hilft, das Ding dann zu reparieren. Unten nicht vergessen, zuschrauben, Gummifüße rauf und fertig ist das. Viel Spaß!